Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Der Fahrradcomputer Karo 2 der Firma Hammerhead ist schon seit Ende 2021 auf dem Markt. Wir haben ihn jetzt seit einigen Monaten ausgiebig getestet, aber anstatt euch hier alle Funktionen im Detail vorzustellen, geht es uns primär darum, euch unseren Erfahrungsbericht zu schildern, wie gut sich der Karo 2 beim Bikepacking mit dem MTB, mit dem Gravelbike sowohl auf der Straße als auch Offroad im Gelände, im weglosen Gelände bewährt hat. Also, darum geht es in diesem Video und damit viel Spaß dabei. Ja, was ist uns überhaupt wichtig? Kommen wir mal zur ersten Frage bei der Outdoor-Navigation. In der Vergangenheit haben wir oft das Smartphone verwendet, aber das hat einige Nachteile. Deswegen ist es jetzt mal Zeit für ein richtiges Outdoor-Navi. Ja, wir wollen auf kleinen Wegen unterwegs sein. Wenn ich in einer Region unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, will ich einfach zuverlässig eine Route, die ich vorher geplant habe, nachfahren können. Die Navigation muss also präzise sein und zuverlässig. Das Gerät darf nicht aussteigen. Das wäre so der erste wichtige Punkt. Dann insgesamt die Bedienbarkeit von der Menüführung soll einfach intuitiv sein. Ich bin kein Technik-Nerd, der Lust hat, sich stundenlang mit irgendwelchen Programmen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie das Gerät funktioniert. Das soll möglichst einfach funktionieren. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, der wichtig ist bei der Autonavigation, es muss robust sein. Und damit meine ich natürlich auch, im Regen muss das Ganze gut funktionieren. Bei Nässe, bei Kälte, aber auch bei Sonnenschein. Wenn die Sonne drauf scheint, darf das Gerät nicht aussteigen, weil es zum Beispiel überhitzt, beziehungsweise es soll noch ablesbar sein, weil sonst bringt es mir auch nicht viel, wenn ich unterwegs bin. Genauso muss es stoßresistent sein und auch Staub und Dreck gut aushalten können. Und das ist ja auch etwas, wo ein normales, modernes Smartphone nicht für gebaut ist, dass es in den Dreck fällt oder voller Schlamm wird. Also das sollte es auch aushalten können, ohne Schaden zu nehmen. Der nächste Punkt, wenn man unterwegs ist und wir sind auf Bikepacking-Tour auch mal länger unterwegs und ich schalte das Gerät in der Früh ein, dann soll es auch lange durchhalten, sprich mindestens einen Tag Akkulaufzeit. Wenn wir die Wunschliste noch verlängern können, sollte der Akku auch wechselbar sein, also idealerweise AA-Batterien, die man in jedem Supermarkt nachkaufen kann, wenn es wirklich sein muss, dass man die wechseln kann, beziehungsweise wenn der interne Akku eben mal kaputt ist nach einer Weile, dass man ihn auch wechseln kann, ohne dass das Gerät deswegen hinüber ist. Ja, dann soll das Display natürlich was taugen. Es soll gut ablesbar sein. Es muss nicht so groß sein wie von einem Smartphone, aber trotzdem von der Größe so, dass man wirklich eine Kartendarstellung sauber erkennt. Also auch eine Karte soll vernünftig dargestellt werden. Idealerweise natürlich so gut wie auf einem Smartphone. Das wäre der perfekte Zustand. Dann hätten wir gern die normalen Tachofunktionen wie Geschwindigkeit, Höhenangabe, Uhrzeit, Temperatur, solche Sachen. Die sollten eigentlich auch noch mit dazugehören. Es gibt noch viele, viele weitere Funktionen, die uns jetzt nicht so wichtig sind. Was uns vielleicht nicht so wichtig ist, das wäre ja die ganzen Trainingsfunktionen, die viele Geräte anbieten, also Rundenzeiten, Herzfrequenz oder Trittfrequenz, ist für uns jetzt nicht wirklich wichtig, wenn wir hier auf Bikepacking-Tour sind. Uns geht es ja darum, dass wir eine Route, die wir vorher geplant haben, irgendwo nachfahren können. Letzter Punkt nochmal zum Thema Akku, was auch schön ist, wenn man den Akku während des Betriebs des Geräts noch nachladen kann, sei es über ein USB-Gerät, so wie hier, oder halt über eine Powerbank, dass man die anstecken kann und während des Betriebs das Gerät nachladen kann. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns mal kurz das Gerät an. Ich schalte es wenigstens einmal ein, damit ihr das seht. Und dann gehe ich darauf ein, wie gut das Gerät unsere Anforderungen erfüllt. So, zum Starten vom Karo muss ich hier links drücken. Jetzt kann ich hier rüber swipen auf mein Profil und auf die Routen gehen. Und das ist schon die erste Tour, die ich vorbereitet habe. Hier auf Start. Jetzt dauert es einen kurzen Moment und dann bin ich startklar. Jawohl, das war's. Jetzt kann ich noch das Datenfeld wechseln auf die Kartenansicht oder gleich so losfahren. Und genau das mache ich jetzt. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wie gut funktioniert das Gerät jetzt aus Sicht des Bikepackers oder des Radreisenden? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Das Thema Navigation, das ist das Wesentliche, warum wir uns auch das Gerät gekauft haben. Und da können wir beide jetzt sagen, es ist wirklich super. Damit sind wir absolut zufrieden.
Das funktioniert sehr präzise und auch sehr schnell. Ich habe das Gerät jetzt schon gestartet, hier ist eine Route geladen. Wie das alles im Detail funktioniert, mache ich jetzt nicht in dem Video, das führt zu weit. Aber nur so viel, ihr seht jetzt als Beispiel, hier ist ein Bildschirmausschnitt dargestellt mit einer Karte. Hier der gelbe Punkt ist der Standort und wenn ich jetzt mehr Übersicht haben will, kann ich hier mit den Tasten links und rechts rein und raus zoomen. Ich zoome jetzt mal ein bisschen raus, dann sieht man ein bisschen mehr Übersicht oder ich zoome wieder rein für etwas mehr Details. Ich kann hier links und rechts rüber swipen, dann habe ich ein zweites Datenfeld, was ich mir anzeigen lassen kann und das kann ich individuell auch konfigurieren, wie ich es gerne hätte. Das funktioniert sehr gut und sehr einfach. Also insgesamt, auch wenn es jetzt hier ein bisschen spiegelt wegen der Sonne, das sieht man in der Natur jetzt ein bisschen besser, ist es besser ablesbar als hier jetzt auf der Kamera. Das verzerrt es etwas, die Darstellung. Also das funktioniert sehr gut. Nur bei extremem Sonnenlicht ist es wirklich nicht ablesbar. Dann muss ich in Schatten gehen oder halt das Display auf maximale Helligkeit hochregulieren. Also kommen wir vielleicht dann zum zweiten Punkt. Diese Menüführung insgesamt ist relativ intuitiv. Also ich kann hier rauf und runter wischen, kann entsprechend Funktionen auslösen. Hier seht ihr zum Beispiel die Displayhelligkeit. Jetzt fahre ich die mal auf 100%. Die war ein bisschen drunter. Ich kann das Display auch ausschalten, um Strom zu sparen und so weiter. Aber die ganzen Details mache ich jetzt nicht. Das führt zu weit. Funktioniert sehr gut. Bin ich zufrieden. Drücke ich beide Tasten, bin ich wieder heraus aus dem Menü und zurück in der Übersicht. Also die Bedienbarkeit ist intuitiv, man hat sich da sehr schnell reingefunden, auch eben als Nicht-Technik-Nerd. Dann die Bedienung selber, das Touch-Display ist toll. Die Ablesbarkeit, habe ich ja gerade gesagt, ist sehr gut. Also das macht wirklich Spaß, die Kartendarstellung ist toll. Ich habe mir Geräte auch von Mitbewerbern angeguckt, mir hat das mit Abstand hier am besten gefallen. Sehr gelungen finde ich die Kombination aus Bedienung mit Tasten. Links und rechts sind jeweils zwei Tasten und zugleich dieser Touch-Bildschirm. Wenn es nämlich mal regnet oder das Wetter schlecht ist, kann ich diesen Bildschirm, diesen Touch-Bildschirm einfach sperren. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Drücke ich hier beides, wische hier auf die richtige Seite rüber, kann hier den Bildschirm ausschalten oder hier oben heißt es Rain Lock. Wenn ich das aktiviere und dann kann ich hier auf dem Bildschirm herumwischen, wie ich möchte, es passiert nichts mehr. Das ist ganz toll, wenn eben der Bildschirm nass ist im Regen, dann kann nichts passieren. Ich kann es trotzdem noch über die Tasten links und rechts bedienen. Ich kann halt nicht mehr alle Menüs aufrufen. Wenn ich das unbedingt machen möchte, muss ich halt kurz stehen bleiben, den Bildschirm wieder entsperren und um halt dann in die Untermenüs reinzukommen. Aber für den Betrieb während der Fahrt ist das normalerweise nicht nötig. Ebenfalls eine Funktion, die wir sehr zu schätzen gelernt haben, ist die sogenannte Climber-Funktion. Hier wird schon was angezeigt, dass demnächst wieder ein Anstieg kommt. Und hier unten sehe ich auch in dieser Ansicht so ein Höhenprofil, was auf mich zukommt. Und da wird, wenn ich jetzt hochswipe, kann ich mir sogar alle Anstiege, die noch kommen werden, anzeigen lassen. Wenn ich das nicht haben möchte, wische ich wieder runter und es ist weg. Aber die Funktion an sich ist wirklich toll. So, nächste Frage war die Robustheit. Ja, das Gerät, habe ich schon gesagt, ist wasserfest. Also das ist IP67, das heißt, man kann sogar kurzzeitig untertauchen und es ist staubgeschützt. Und das ist genau das, was man im Outdoor-Bereich braucht. Das Einzige, was eben nicht staubgeschützt ist, in dem Sinne, ist hinten diese Ladebuchse. Das ist ein bisschen doof gelöst. Da gibt es so einen kleinen, mini kleinen Gummistöpsel, den kann man hier so reindrücken, um das zu schützen. Allerdings verliert man den schnell. Das ist keine wirklich gute Lösung. Wenn es nass wird, grundsätzlich macht es aber nichts. Man kann zwar dann nicht nachladen, solange das irgendwie hier nass ist. Da sagt Hammerhead selber, man muss es dann quasi erstmal abtrocknen und reinigen, den Anschluss. Allerdings frage ich mich immer, wie das gehen soll. Wenn da wirklich mal Dreck reinkommt, ist das schwierig. Man will ja nichts beschädigen. Muss man es irgendwie rausblasen mit Luft oder so, keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof gelöst. Grundsätzlich, da geht aber nichts kaputt, wenn man quasi das untertauchen würde. Nur eben nachladen kann ich in dem Moment nicht. Komme ich vielleicht zu dem nächsten Punkt, Thema Akkulaufzeit. Ja, die ist nicht allzu lang. Also wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, muss man schon Energie sparen. Also die Displayhelligkeit zum Beispiel runterregeln, nicht zu viele Sensoren koppeln. Idealerweise zwische ich nochmal rüber auf diese Ansicht gehen und nicht auf die Kartenansicht, weil dann braucht es auch ein bisschen weniger Strom. Also da kann man Strom sparen, aber da wäre noch Luft nach oben. Also wir haben jetzt so ungefähr 8 Stunden rausbekommen an Akkulaufzeit, wenn eben das Display so bei 40% ungefähr eingeschaltet war und die ganze Zeit eben die Kartenansicht drauf. Und Geschwindigkeitssensor habe ich auch gekoppelt. Was hingegen sehr gut ist, man kann während der Fahrt auch nachladen. Also wenn ich hier eine Powerbank habe,
kann ich hier mit dem USB-C-Anschluss einfach das Ladekabel, das mitgeliefert wird, anstecken und dann halt meinen Akku laden. Das geht gut, oder? Hier in dem Beispiel habe ich ja dieses USB-Ladegerät fest installiert, also kann ich auch mit dem Kabel während der Fahrt hier nachladen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Die Robustheit ist ebenfalls gegeben, also das Gerät kann auch mal runterfallen. Natürlich soll es nicht aufs Display fallen, aber damit ist es nicht gleich kaputt. Bei einem Smartphone würde ich das nicht probieren. Ebenfalls gut ist der große interne Speicher. 32 GB sind da drin und 26 GB sind nur für Kartenmaterial vorgesehen. Das reicht aus, um wahrscheinlich halb Westeuropa drauf zu laden. Also es ist wirklich sehr groß und wenn man ein Land nicht mehr braucht, kann man eine Karte auch wieder löschen, um wieder Platz zu schaffen. Und wenn wir hier beim Thema Robustheit sind, jetzt scheint gerade wieder die Sonne. Also was ist überhaupt der Temperaturbereich, in dem ich das einsetzen kann? Hammerhead selber sagt, zwischen minus 10 und plus 50 Grad kann ich das Gerät verwenden. Allerdings wird auch angegeben, dass der ideale Bereich ist, um den Akku maximale Laufzeit zu erzielen, zwischen plus 13 und plus 33 Grad ist. Und die sagen sogar, wenn ich über 30 Grad bzw. unter 13 Grad Celsius bin, dann ist eben die Akkulaufzeit kürzer. Angeblich hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer. Das kann ich jetzt nicht überprüfen. So lange haben wir es nicht. Wir haben es jetzt ein paar Monate im Einsatz. Da funktioniert noch alles tadellos. Haben es auch schon bei großer Hitze und auch bei Kälte eingesetzt. Kälteste war so minus 6 Grad. Allerdings merkt man dann schon, dass die Akkulaufzeit deutlich kürzer wird, wenn es kalt ist. Und wenn es sehr heiß ist, kann ich jetzt nicht sagen, dass der Akku kürzer hält. Aber gut ist es sicher nicht für das Gerät. Ja, auch eine Frage, die wir noch gar nicht geklärt haben. Wie kriege ich überhaupt meine Route auf das Gerät? Das funktioniert nur, indem ich ein Smartphone habe, beziehungsweise ich brauche eine Internetverbindung und WLAN. Beides ist nötig. Ich habe also entweder mein Smartphone, wo ich eine App habe, zum Beispiel Komoot, was wir verwenden. Da kann ich quasi meine Route planen auf dem Smartphone beziehungsweise auf dem Desktop-Rechner. Melde mich dann auf der Webseite, auf diesem Dashboard von Hammerhead an. Den Account hat man wirklich schnell angelegt, das ist kein Problem, geht wirklich auch für Laien sehr, sehr einfach und intuitiv. Da kann ich dann meine Route, die ich vorher mit meiner App geplant habe, eben zum Beispiel mit Komoot, es gibt auch andere Möglichkeiten, eine Route zu planen. Es geht sogar auf dem Dashboard selber. Wenn ich da meine Route geplant habe, gehe ich in das Dashboard rein bei Hammerhead und drücke auf den Synchronisieren-Button. Und dann dauert es einen kurzen Moment, dann ist die Route synchronisiert auf dem Dashboard und damit, wenn das Gerät hier im WLAN verbunden ist, auch ruckizucki auf dem Gerät drauf. Das ist wirklich toll. Man kann, was vielleicht auch noch interessant ist, maximal 50 Routen hier drauf speichern. Also wenn ich die 51. Route drauf lade, dann fällt halt die letzte Route hier wieder raus. Es gibt wohl Tricks, dass man das auch noch mehr hochladen kann, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ja, wenn ich hier von der Strecke abweiche, dann seht ihr das hier schon. Das ist jetzt rot dargestellt. Ich bin jetzt nicht auf der geplanten Route. Dann schlägt er mir immer ein Rerouting vor, zurück auf die Strecke. Das funktioniert sehr gut, sehr zuverlässig. Manchmal allerdings ist diese Routenführung ein bisschen unlogisch. Ich bin hier abgewichen von der geplanten Tour. Fahre jetzt hier an der Straße entlang, statt hier rechts weiter auf diesem kleinen Weg. Und normalerweise müsste jetzt das Gerät, also von der Logik erkennen, okay, der Weg auf die Route zurück, wenn ich geradeaus fahre, ist ziemlich schnell und am direktesten. Nein, stattdessen will mich das Gerät zurückführen. Und zwar bis hier unten, um dann auf die Originalroute wieder zurückzukommen. Also das ist ein bisschen unlogisch. Die Funktion an sich ist aber super. Rerouting funktioniert allerdings nicht und auch die Höhenangabe funktioniert manchmal auch nicht, wenn die Strecke, die man da drauf geladen hat, zu lang ist. Da musste ich auch erstmal ein bisschen experimentieren. Und es ist eher nicht die Streckenlänge, die entscheidend ist, sondern vor allem die Anzahl der Wegpunkte. Die genaue Zahl weiß ich leider nicht. Aber so mein Eindruck war, wenn ich so bis 200 Kilometer eine Strecke eingebe und sehr viele kleine Wegpunkte habe, dann funktioniert es noch wunderbar. Dann funktioniert die Höhenfunktion, also diese Climber-Funktion, auch das Rerouting funktioniert. Wird die Strecke deutlich länger, dann hat es nicht funktioniert. Also wir waren auf einer längeren Tour unterwegs, das waren ungefähr 650 Kilometer mit ganz vielen Höhenmetern und sehr, sehr vielen Wegpunkten. Da hat eben die Climber-Funktion nicht mehr funktioniert, auch die Höhenangabe nicht mehr und auch das Rerouting nicht mehr. Die Kartendarstellung, das ging noch, Geschwindigkeit natürlich auch, aber eben diese andere Funktion nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man erst während der Tour draufkommt, dass es so ist, aber gut, jetzt weiß ich es fürs nächste Mal. Ja, könnt ihr mich natürlich fragen oder uns fragen, was würden wir uns noch als Verbesserung wünschen? Ich habe ja einige Punkte jetzt schon angesprochen. Ist die Display-Helligkeit, die muss man manuell regeln, rauf und runter, je nachdem, wie man es braucht.
Jetzt ist pralle Sonne gerade, jetzt ist es nicht so gut ablesbar. Es geht noch so, auf der Kamera sieht man es nicht mehr, aber ich kann es noch gut lesen. Ist jetzt auf 100%. Klar, manche sagen, wenn das so automatisch rauf und runter ginge, wäre es besser wie bei einem Smartphone. Finde ich gar nicht unbedingt. Ich finde es sogar ganz gut, dass man das manuell machen kann, weil auf die Weise kann man ja wieder Akku sparen. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre, dass man nachts, auch wenn ich da die Helligkeit runterdimme, ist es mir immer noch zu hell. Da würde ich mir wünschen, so eine Art Nachtmodus, dass vielleicht die Karte in Rot dargestellt ist, einfach um die Adaption der Augen an die Dunkelheit nicht zu stören. Das wäre nochmal eine tolle Funktion. Dann wäre das Gerät auch eben bei Dunkelheit, wenn man wirklich durch einen dunklen Wald nachts fährt, sehr viel angenehmer. Zweiter Hauptverbesserungspunkt ist das mit Routen verbinden oder hochladen. Schade, dass man es nicht übers Kabel einfach machen kann. Man hat eine Route auf dem Smartphone geplant, steckt es an und kann es über das Ladekabel zugleich übertragen. Das geht leider nicht. Das geht eben nur mit WLAN und Internetverbindung. Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, auch nichts gelesen, dass das gehen würde. Oder man hat eben diese SIM-Karte drin. Wenn man aber beides nicht hat, also kein WLAN und keine SIM-Karte, dann hat man keine Chance, hier eine Route hochzuladen. Man kann zwar sein Smartphone mit Bluetooth und so weiter koppeln, um irgendwelche Nachrichten anzeigen zu lassen, aber eben die Route hochzuladen, das ist für mich so eine entscheidende Funktion, das geht nicht. Also das Gerät, würde ich sagen, ist wirklich primär dafür ideal, wenn man zu Hause in Ruhe seine Strecke plant, am besten am PC, wo man einen großen Bildschirm hat und die Route gut sehen kann und sie anschließend bloß noch überträgt. Dafür ist es toll, wenn man dann quasi die Route nachfährt. Wenn ich vor Ort die Route ändere, muss ich mich auf dieses Rerouting verlassen. Oder noch eine Möglichkeit gibt's, man kann zwar so ein bisschen rudimentär auf dem Gerät selber so Wegpunkte setzen und die dann abfahren. Habe ich probiert, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich fand es ein bisschen umständlich. Vor allem war es ein bisschen merkwürdig, man setzt eine Art Pinnnadel rein. Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich zwar die Pinnnadel und die Karte, aber ich sehe meine Route nicht mehr in dem Moment. Also wenn ich sage, ich bin irgendwo, möchte jetzt zu einem Wegpunkt hinfahren, kann ich den einsetzen. Weiß aber nicht, ob das jetzt eine sinnvolle Route ist, die mir gleich da angezeigt wird. Das ist so ein bisschen noch zum Verbessern aus meiner Sicht. Ja, noch zwei letzte Punkte, die man anführen könnte zur Verbesserung. Das Gerät kostet ja auch was. Also vielleicht, wenn man so eine Art Diebstahlschutz noch drin hätte, wäre nicht schlecht, dass man einen Code eingeben kann, wenn man möchte, dass das Gerät gesperrt ist. Jemand, der einem das klaut, wie bei einem modernen Smartphone. Ohne Code kann er es nicht entsperren und das Gerät nicht nutzen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man es noch hätte. Und natürlich der letzte Punkt, die Akkulaufzeit. Hatte ja einige schon jetzt zu erzählt, dass sie prinzipiell gut ist, aber sie könnte länger sein und vor allen Dingen die Austauschbarkeit. Sie ist ja nicht gegeben, man kann nicht selber hier den Akku wechseln. Das ist ein wesentlicher Nachteil aus unserer Sicht. Ja, und damit ist Zeit für unser Fazit. Hat sich das Gerät für uns fürs Bikepacking bewährt mit dem MTB, mit dem Gravelbike, auch Offroad? Klare Antwort, ja, hat es. Die Bedienbarkeit ist toll, das Display ist super, die Bedienung insgesamt macht wirklich Spaß. Klar, so ein paar Sachen haben wir angesprochen, die noch besser sein könnten, aber grundsätzlich ist das ein tolles Gerät und man muss eben kein Technik-Nerd sein, um es sinnvoll bedienen zu können. Es hat noch sehr, sehr viele mehr Funktionen, auf die ich null eingegangen bin, ganz bewusst nicht. Es sollte ja kein Review sein, wo ich alle Details vorstelle, sondern wirklich nur diese zwei Punkte, unsere Anforderungen fürs Bikepacking plus, wie sich dafür bewährt hat. Und dafür müssen wir sagen, tolles Gerät. Wir sind absolut begeistert, werden es weiter einsetzen. Sollte sich da was Überraschendes ergeben, wo wir sagen würden, haben wir noch nicht bedacht oder ist jetzt wirklich ein Nachteil großer, der auftritt, dann werden wir das, denke ich mal, in unserem Blogartikel auch aktualisieren. Ja, damit würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like. Wir freuen uns auch über positive Kommentare unter das Video und damit bis zum nächsten Mal. Servus!